Hallo und herzlich willkommen zurück zu Remco LP. Ja Leute, ich muss mal eine Ansage machen. Ich bin ab nächster Woche, bin ich bis zum 8. Mai, das ist ja Montag, bin ich weg. Ja, also, und jetzt versuche ich hier so schnell wie möglich euch schön viel Content zu liefern. Man kann zwar die Option anwählen, Dings hochladen, ja, also hier hochladen und erst dann freigeben, aber das funktioniert irgendwie nicht so richtig für mich. Ich weiß auch nicht, was das ist. Also nicht traurig sein, Leute, wenn ihr dann mal 2 Tage oder 3 Tage nichts habt zu gucken. Ihr habt ja noch die ganzen anderen Sendungen, die ihr gucken könnt oder folgen. Und da geht's doch schon los. So. Was ist denn hier für ein Freund, Alter? Alter Finne. Er scheint auch ganz schön austeilen zu können, so wie der aussieht. Ja, klar, kommt gleich der nächste. Centurio MK3. Hm? Schauen wir mal. Letztens in der Dokumentation gesehen, ja. Auf die Axt. Da hieß es, dass die El Alamein, ne? Die Schlacht, also die Panzerschlacht in El Alamein, Afrika-Korps, Deutschland, also deutsches Korps, ne? Gegen die Briten da, Afrika. Dass die Briten einen großen Nachteil hatten, weil die so kurze Kanonenrohre hatten für ihre Panzer. Das heißt, sie sind mit ihren 5 mm Durchmesser Kanonen, die sie hatten, ne? Geschosse auch. Gut, die Geschosse sind, glaube ich, ein bisschen kleiner dann als... Naja, jedenfalls sind sie nicht durch die deutsche Panzerung gekommen. Da mussten sie wirklich schon nah ran. Und die Deutschen hatten mit ihren 7,5 cm Kanonen hatten sie natürlich einen Vorteil, ne? Die konnten schießen und ja. Die mussten wirklich nah rankommen, die Briten, bis sie es geschafft haben. Aber das wurde dann irgendwann ausgeglichen durch diesen einen Panzer, diesen... Von den Briten, den es ja auch gibt. Von den Amis. Ja, von den Amis, den es ja auch gibt. Weiß aber jetzt nicht gerade, wie der heißt. Das ist dieser, der Turm hat, den Turm, den kannst du drehen, und der hat als Sekundärgeschütz hat er so eine dicke, fette Waffe hier, ne, so ein Sekundärgeschütz. Damit sind sie dann durchgekommen. Mark 1, MK1, ja, irgendwie so hieß der so, ganz komisch. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wisst, was ich meine. Trotz dieser ominösen, komischen Beschreibung. Ah, fuck, ich habe ja letztens die Steuerung wurde umgestellt. Oh nein, verdammt. Gar nicht gut. Option, Steuerung, schnell, das muss ich jetzt machen. Ich weiß, schlecht eingestiegen, also schlecht, ne, aber. Panzertiefe von Maschinengewehr von X-Leertaste. Also, Riesung, ja, ersetzen. Und der Bewaffnung abfeuern? Hier, M4. Okay. Aber mir fehlt noch das Fernglas. Mir fehlt das Fernglas! Verdammt! Steuerung, schnell, Fernglas. Wo ist es denn? Panzer, Kurzhalten, Fernholz, Richtschützen, Ansicht, Umschalt. Was? Ich finde das jetzt nicht. Nein. Lichteinstellung. Ja. Der Ladeschütze ist bewusstlos. Was, wo ging der denn hin? Ah! Ach so. Oh, ist geplatzt. Super. Zurückfahren. Verdammte Axt, Alter. Mein Team natürlich ist eine große Hilfe und euch auch natürlich, ne, weil jo. Häng das an sich. Aha. Setzen. So, jetzt bin ich glücklich. Jetzt klappt's auch. Denke ich, hoffe ich, glaube ich. Boah, das gibt's doch nicht, Alter.
Leute! Wir brauchen Hilfe! Ich bin schuld, ich weiß, ich habe meine Steuerung nicht eingestellt gehabt, richtig. Na, aber klar. Made in Ukraine, Alter. Hm. Also ich den habe ich auch noch, den könnte ich auch eigentlich einsetzen, ne? Was hier mit B-Punkt, den wollen sie nicht hören. Sagen sie auch so, ach, B-Punkt, was will ich mit B-Punkt, ne? Bin ich eigentlich hinten gestartet? Ich wollte da hinten starten. Das ist echt schlecht. Was? Das ist aber nicht hier, das ist hier dies unsere Ansicht. Das ist Fahreransicht. Das wollte ich auch nicht. Oh, jetzt muss ich das wieder umstellen, Leute. Tut mir echt leid, aber. Das ist ja mal echt schlecht, ey. Lichteinstellung. Ja, achso. Hm. Setzen. Fahreransicht. Da ist noch voll. Zufügen. Ja? Fucking hell. Hä? So, ja. Komm schon. Boah. Puff. Nice. Muss ich aber trotzdem noch. Steuerung, Sicht. Was ist denn jetzt hier? Schützenansicht. So. Drecksack. Wir fahren mal da rum. Ich bin wieder auf dem russischen Server, wie man sieht. Wo? Schlecht, Freundchen. Abgeprallt ist er. Nice. Freut mich, dass das mal hingehauen ist. War ja klar, dass wir hier mit ihren schwulen Flugzeugen und ihren schwulen Bomben ankommen, ey.
Scheiße! Verdammt! Warte, die Folge war klar. War ja klar, dass jetzt mit ihrer Artillerie ankommen. Ne? Jetzt kannst du mit dem echt nichts gewinnen, nicht mal mit dem Tor. Alter. Mann. Jeder muss ich nochmal offscreen ein bisschen bearbeiten, das ist ja. War noch nicht ganz so klar, wie ihr seht. Mama. Okay. Zurück. Ach, das ist noch ein Gas. Ich hab mich schon wieder viel zu weit vor, ey. Wie es aussieht, haben wir das Ding eh gewonnen. Ja, nice, dass wir das gewonnen haben. Das Ding. Hab zwar jetzt nicht viel mitgemacht hier. Hier, die anderen. Eigentlich online. Wer zeigt das nochmal im Sender schnell die Steuerung? Tut mir leid, aber ja. Nicht unschuld. Das kommt mit der 4. Ansicht wechseln. Oh. So. Nehmen wir das. Was, wenn ich N? Nur mal so. Okay. Okay. Verbündete Truppen haben ein Gebiet eingenommen. So, okay, hat sich damit erledigt. Na, schießen wir einfach mal rum. Okay, Leute. Danke fürs Zusehen, das war jetzt ein richtig komischer Part mit richtig großen Schwierigkeiten. Ich weiß, das müsste man eigentlich auch so überarbeiten, aber habe ich nicht mehr daran gedacht, Leute. Das ist jetzt so... Ups, sorry, ne, so ein richtiges... It happens. Und zusätzliche Panzerung, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüssi.